Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion. Präsentiert von Ernsthafte Gespräche und RoplaWeb. Ein Club bewegt die Stadt. Wo steht der FCB und wie geht es weiter? Ihr hört schon, es geht um den FCB in dieser Stunde. Und für das habe ich drei tolle Gäste eingeladen. Er ist Fachführer von der sportlichen Abteilung bei Tele Basel und sein Gesicht ist jedem bekannt, wenn man am Montag am 7. am Abend Tele Basel einschaltet und die Sendung FCB Total schaut. Glänzt dort mit einer unglaublichen rot-blauen Fachkompetenz und hat einen Geduldsfaden, der länger ist als die Wartezeit vom Essenstand im Joggeli. Wenn er im FCB legend, er nicht meistens seine Wutreden muss zuhören. Wenn es im FCB gut ist, ist der Florian Metzko nicht weit weg. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Wenn man über den Fußball diskutiert, dann streitet man sich. Aber man versöhnt sich dann auch wieder. Genau das liebt mein nächster Gast in dieser Runde. Ist er jetzt der grösste Twitter, Klammern auf, aktuell X, Klammern zu, Hooligan? Das weiss man nicht. Aber man weiss, er hat ein grosses Herz für den Fußball und noch ein grosses Herz, wenn es um den FCB geht. Als gewisse Spieler in der jüngsten Geschichte vom FCB. Er lässt seine Gedanken laufen, wenn er von jedem Spieltag das FCB-Briefing für Basu schreibt. Manchmal wird ihm dann auch im Jockel in den Stecker gezogen, wenn er wieder mal als DJ Lärm macht. Heute oben kann ich aber versichern, das Mikrofon bleibt da. Sali, Luki Winiger. Guten Abend miteinander. Dankeschön für die Einladung. Viel muss man nicht sagen, weil man kennt ihn, die Stadt kennt ihn. Wo jeder, der noch ein bisschen rot-blaues Herz hat, kennt ihn. Er hat mit dem FCB gefühlt alles erlebt, alles erreicht. Nazi B, Aufstieg, Meister 4, Göpsig. Das Einzige, was er nicht hat können durchstreichen auf der Checkliste, ist ein Goldschießen in der Nazi A. Unsere ewige Nummer 2. Herzlich willkommen, Massimo Ceccaroni. Guten Abend miteinander. Dankeschön für die Einladung. Ja. Ja, Massimo, ich bleibe mal gerade bei dir. Gib es zu, du hast doch den Penalty extra verschossen, damit die Kultstatus noch höher wird. Sonst würde hier nicht Legende stehen, sondern irgendwie FCB-Verteidiger oder zweitmeisten Spiele hinter Fabian Frey, das ist doch nicht so sexy, oder? Wir kommen gerade zum ersten Thema, das man beim FCB gerade so hat. Und das heisst so Serienmeister zum finanziell abgeschlagenen Abstiegskandidat. Wie passiert das, Flo, wenn ein FCB von Serienmeister plötzlich am Tabellenende steht? Wie kann das passieren, dass ein Club so schnell abstürzen kann? Ja, also es ist sicher nicht einfach nur etwas, was passiert ist. Es sind sicher ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich glaube einfach, dass der Wechsel von der Führung zum Bernhard Bogner hat sehr viel kaputt gemacht, aber aber es ist halt schon so, ich meine, der Bogner hat den Club aufstellen als internationale Größe. Darum hat er auch die Investoren gesucht, die irgendwie eben Zentrikus 250 Millionen reinbuttern und so weiter. Und ich meine, dann musst du nicht den Club irgendwie neu organisieren, musst du nicht, weiß auch nicht wie sparen, obwohl es öffentlich eigentlich gesagt hat, dass man muss sparen, aber er hat es nicht wirklich gemacht. Und dann kommt halt die Clubführung unter dem David Degen, wo genau das jetzt muss machen. Und zwar sehr schnell, in einer kurzen Zeit müssen sie den Club umstrukturieren. Und das geht halt nur mit wirklich heftigen Sparmaßnahmen. Und wie es im Fußball leider ist, bestimmt Geld sehr viel. Nicht alles zum Glück, aber sehr viel. Und dann ist ja logisch, dass wenn man so schnell muss, die ganze Mannschaft, also nicht nur die Mannschaft, nicht nur den sportlichen Bereich, sondern auch den Hintergrund redimensionieren, das ist klar, dass es dann, man könnte meinen, ich hätte Erfahrung mit dem Mikrofon, aber nein, dann ist klar, dass das nicht aufgehen kann. Also nochmal schnell, ich glaube, wir müssen das Mikrofon ein bisschen deutlich näher anheben, oder? Ja, du hast einen spannenden Punkt angesprochen und Massimo, du hast dazu mal unter der Ära Bogen, du bist ja auch Teil vom Club gesehen. Hast du das ähnlich erlebt, wie es der Flo jetzt gesagt hat? Vielleicht ein bisschen anders, wenn man lange in einem Club tätig ist als Spieler
Und dann zurückkommt als Funktionär, zuerst als Nachwuchsleiter, dann als technischer Leiter, dann im Verwaltungsrat. Und am Schluss auch noch Verantwortung für ein Projekt in Indien. Da nimmt man natürlich die Sachen ein bisschen anders wahr. Es hat natürlich schon einen Umbruch gehabt zur Zeit von Bernhard Burgener. Und das war meiner Meinung nach ganz ein natürlicher Umbruch gewesen. Die Ära Häusler, die war einzigartig. Und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Ein Grund war, dass man eine sehr, sehr starke finanzielle Basis hatte. Also finanzielle Basis. Jemand im Rücken hatte, der das nötige Kleingeld zur Verfügung gestellt hat. Das war Frau Öhri. Damit man auch immer eine gute Mannschaft zusammenstellen konnte. Und das andere war, dass zu dieser Zeit eine neue Crew die FCB übernommen hat, die sehr dynamisch war, sehr innovativ war und auch sehr mutig war. Ich rede von Bernhard Häusler, von Gege Heitz und von anderen Personen. Und das Momentum haben sie dann ausgenutzt und der FCB ist Serienmeister geworden. Wir alle sind in die Stadt pilgert, wir alle sind ins Stadion, wir alle sind an die Champions League Match gegangen und sind unglaublich stolz auf den Club. Aber der FCB existiert ja nicht nur, wenn man Champions League spielt, wenn man Meister wird. Der Club existiert ja sonst. Und nach dieser grossen Ära ist gar nicht möglich gewesen, dass man auf diesem Niveau den Club so weiterführen kann. Man hat sich nicht direkt für die Champions League qualifizieren. Das heisst, man hat gewusst, dass die 30 oder die 32 Millionen, die man jedes Jahr hätte können, gar nicht mehr zur Verfügung gestanden sind. Also wir müssen umdenken. Und es hat zuerst jemanden gebraucht, der den Club übernommen hat. Und der Herr Burgener hat den Mut gehabt. Und dann noch drei andere Personen, also der Alex Frey, der Marco Streller und meine Wenigkeit, sind dann in der Verwaltungsrat. Wir haben schon dort gesagt, eigentlich sind wir verrückt, das zu machen, weil du kannst nur verlieren. Aber wir haben einen gewissen Namen und wir müssen jetzt die Verantwortung tragen, auch wenn es nicht unbedingt gut rauskommt. Und dann haben wir das gemacht, wir haben das gewagt. Wir haben nicht alles richtig gemacht, wir haben Fehler gemacht. Aber die drei Jahre, die ich mit dem Bernhard Burgener beim FCB erlebt habe, kann ich nur eins sagen. Er ist ein FCB-Fan und er hat am FCB eigentlich nur Gutes wollen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und sportlich ist man ja gar nicht so schlecht unterwegs, wenn man es jetzt vergleicht. Man ist Cup-Sieger geworden unter Marcel Koller, das darf man nicht vergessen. Und man war immer so Zweiter oder Dritter hinter IB, darf man auch nicht vergessen. Man konnte sich für die internationalen Geschäfte qualifizieren. Man hat Spieler verkauft, junge Spieler, die vom FCB Campus gross, die vom FCB Campus verkauft werden konnten, wie ein Oaka vor und so weiter. Im Nachhinein nochmal, ist sicher nicht eine erfolgreiche Ära gewesen, aber nach dem, was der Bernhard Häusler und der Gege Heitz aufgebaut hatten, ist es einfach unglaublich schwierig gewesen, und das ist keine Ausrede, die FCB auf diesem Niveau zu behalten. Und was heute ist, es ist ein Neuanfang. Der David Degen hat den Mut gehabt, den Club zu übernehmen. Das braucht Zeit. Die Zeit hat er. Er hat viel verändert. Und jetzt steht man sportlich an letzter Stelle. Das sind die Fakten momentan. Man ist auch finanziell angeschlagen, man ist auf einem Sparkurs. Luki, braucht es im Schweizer Fußball einen Investor? Braucht der Schweizer Fußball, also braucht jeder Club einen Investor zum Überleben? Oder macht es den David Degen ein bisschen zu wahnsinnig, wenn er es ohne Investor will probieren? Also ich glaube grundsätzlich, wenn man einen Fußballverein führt, das hast ja du auch gerade schön gesagt, Massimo, muss man ein bisschen verrückt sein. Ich glaube, das geht nicht anders, auch wenn ich sonst in der Welt schaue, was da für Leute Fußballvereine führen, dann sind das alle bis zu einem gewissen Grad ein bisschen verrückte Menschen. Ob es einen Investor braucht, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich bin vor allem FCB-Fan und ich kenne hier nicht die Buchhaltung von dem Verein, die kenne ich nicht. Und die möchte ich eigentlich auch gar nicht kennenlernen. Ich höre und lese einfach immer, dass Fußball ein verrücktes Geschäft ist. Auch, und dass da mit Unsummen gespielt wird, wenn ich da lese, was gewisse Spieler kosten und wie viel die kosten zum Einkaufen. Und
wenn sie verkauft werden. Das übersteigt meine Vorstellungskraft mit so viel Geld. Ist der Sport ja eben auch dort durch verrückt. Und ich weiß es nicht, ob es einen Investor braucht, jetzt insbesondere im Schweizer Fußball, zum Überleben oder nicht. Ich glaube, es gibt Vereine, die auch ohne Investoren überleben, jetzt aus einem internationalen Kontext. Aber was glaube ich, ganz sicher ist, ist, wenn man in der Super League will vorne mitspielen, dann braucht es ein gewisses Budget und dann braucht es wahrscheinlich auch einen Haufen Geld. Das ist wahrscheinlich so, wenn eben die Spieler so viel Geld kosten und wenn man da so grosse Events wie ein Match im Jockelen ist veranstaltet, dann kostet das alles Geld. Und es ist logisch, dass man dort mit relativ viel Geld muss umgehen, jeden Tag. Aber ich weiß nicht, mit was der David Tage jeden Tag zu tun hat und will das eben vielleicht auch gar nicht wissen als Fan. Hat er in letzter Zeit öfters mal gesagt, zum Beispiel, dass er mehr auf sich selber hören als auf externe Meinungen, die bei ihm gesehen sind. War das vielleicht besser rausgekommen, wenn er als Alleinherrscher beim FCB gesehen war oder ist? Ich finde es noch schwierig, um wirklich daraus zu kommen. Schnell ein bisschen noch näher kommen. Ich finde es schwierig, um wirklich ihm das abzukaufen oder einfach wissen, was stimmt und was nicht. Schlussendlich könnte das auch einfach ein Spruch sein, um ein bisschen die Verantwortung von ihm wegzuschieben. Aber ich glaube, grundsätzlich ist ein Alleinherrscher nie gut. Ich glaube, es ist immer gut, wenn du in einem Team bist. Sio, Constantin. Genau, und es kommt meistens nicht so gut. Es kommt halt immer darauf an, wer ist der Alleinherrscher denn und wie hat das drauf. Aber ich finde es noch spannend, oder? Bei diesen Investitionen, wie viel oder braucht es einen Investor? Dort finde ich halt einfach, ist die Frage, was wollen wir? Wollen wir einfach irgendein Club sein, der im Mittelfeld von dieser Super League rumdümpelt? Oder wenn wir Ambitionen haben, wirklich auch international erfolgreich, dann muss man auch wieder definieren, was heisst erfolgreich. Aber das ist die Frage. Und ich glaube, zum einfach mitspielen in der Super League brauchst du nicht unbedingt einen Investor. Aber wenn du Erfolg willst, international irgendwie mitheben, dann kommst du, glaube ich, am Investor nicht vorbei. Oder du hast halt einen Mäzen, wie damals Gigi Öri. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Was will der FCB? Zum Beispiel, wenn man die Trainerfrage anschaut, jetzt auch beim Celestini, der sagt, hey, ich will bleiben, aber mit Ambitionen. Wenn der FCB Meister will, also wenn der FCB Ambitionen hat, zum Meister zu werden, dann bleibe ich. Und wenn nicht, dann gehe ich. Was will jetzt effektiv der FC Basel? Das müsste man jetzt wahrscheinlich die Vereinsführung fragen, wo sie genau hin wollen und was der Plan ist. Ich gehe fest davon aus, dass sie einen Plan haben. Für mich, das habe ich mich letztens selber gefragt. Ich finde es ja noch spannend. Ich bin selten so nach, also in den letzten, ich bin seit 40 Jahren FCB-Fan und habe, glaube ich, kaum ein Heimspiel verpasst. Und ich habe das Gefühl, ich bin selten so angespannt und so nach am Match gewesen, wie ich es jetzt bin. Ich habe das Gefühl, es geht um mehr als auch schon. Es geht um mehr als wo wir vielleicht auch international irgendwelche UEFA-Cup-Spiele gespielt haben oder UEFA-Cup-Spiele gespielt haben. Mir geht es mehr an die Seele, was im Moment passiert beim FCB. Und mir tut es mehr weh, wenn wir ein Match verlieren. Und ich habe mehr Freude, wenn wir ein Match gewinnen. Und die Emotionen, die sind so lange nicht mehr so stark gewesen, wie sie im Moment sind. Und das wünsche ich mir ja eigentlich als Fan. Manchmal nicht, wenn ich bis am Morgen um 4 Uhr nach einem Spiel am Mittwoch nicht schlafen kann. Dann wünsche ich mir manchmal, es geht mir nicht so nah. Und ich könnte Fußball ein bisschen lockerer nehmen, weil es mich ja eigentlich nicht persönlich betrifft. Oder? Ich muss am nächsten Tag arbeiten und schauen, dass mein Geschäft läuft. Aber eigentlich als Fan finde ich es im Moment so spannend wie noch nie. Ich lese auch so aufmerksam die Zeitung wie noch selten. Oder? Ich will wissen, was passiert mit dem Verein. Was sind die nächsten Entscheide? Wer kommt, wer geht, wo geht es? Und das ist eben genau die Frage, wo geht mein geliebter FCB? Wie ist das bei dir, Massimo? Du hast ja schon erlebt, wo der FCB der Nazi-B war und du bist auch mit ihnen wieder raufgekommen. Wie fest blutet dein rot-blaue Herz, wenn der FCB zum Beispiel letzten Samstag gegen Lausanne 2-1 verliert im eigenen Stadion? Also ich habe gemerkt, dass mein Sohn fast noch der grössere FCB-Fan ist als ich.
Er sagt immer, Papi, wieso regst du dich nicht mehr so fest auf? Dann sage ich, das hat verschiedene Gründe. Aber die erzähle ich hier nicht. Dem sage ich es natürlich, warum dass ich mich nicht mehr so fest aufregen tue. Ich kann nur eins sagen. Hier in der Region kommt man auf die Welt und man wird rot-blau. Das ist einfach so. Wir haben vorhin hinten hier ein bisschen fachgesimpelt und gelacht. Und dann haben sie gesagt, ja, Massimo, gell, wenn du die Venen aufschneidest, hast du rot-blaues Blut. Dann sage ich, ja, das ist so. Was will ich damit sagen? Der FCB ist mehr als ein Fußballclub. Der FCB gehört jedem. Und der FCB gehört jedem, egal ob wir Erster sind, Zweiter sind oder um den Abstieg spielen. Und das verstehen viele Leute nicht. Es hat sehr viele Leute gegeben, die auf einmal da waren, wo wir die Champions League gespielt haben. Aber die meisten sind eben auch da gewesen, wo es am FCB nicht gut gegangen ist. Und die haben das rot-blaue Blut. Und die dürfen sehr viel sagen, weil das sind die Leute, die den FCB vorne die vertreten, im Hintergrund die vertreten und nach außen tragen. Und ich finde, der Respekt, den unsere Fangemeinschaft verdient hat, der ist ein bisschen verloren gegangen, sage ich ganz ehrlich. Der ist ein bisschen verloren gegangen. Es wird sehr viel versprochen. Es wird sehr viel erzählt. Man sagt, die vorher haben sehr viele Fehler gemacht. Wir machen alles besser. Und wenn man dann so hoch stapelt, dann muss man liefern. Und geliefert hat man nicht sehr viel. Man muss eine gewisse Verantwortung übernehmen. Und wenn man beim FCB in der Führung ist, dann muss man auch mit den Fans vorsichtig umgehen. Ich weiss, ich will nicht allzu fest zurückschauen. Aber man hat die Fans in die Verantwortung genommen, was darum gegangen ist, dass man irgendwie ein Defizit decken muss. Das war vor vielen Jahren überhaupt keine Diskussion gewesen. Und die kleinen Sachen, die gehen ein bisschen verloren. Auch, dass man nicht mehr auf die eigenen Jungen wirklich setzen tut, finde ich schade. Und nicht, weil ich einmal Nachwuchsleiter gewesen bin. Nein, warum? Weil jeder Junge in der Region, der gut Fußball spielen kann, will zum FCB und will in diesem Stadion Fußball spielen. Und diese Chance bekommt er nicht. Und das finde ich nicht gut. Und das sage ich hier auch so. Weil unsere, die haben sich den Arsch aufgerissen. Und wir wollen wieder den nächsten, ich weiß auch nicht, wo sind sie? Wo sind sie? Wer ist noch da? Der Tauli? Hä? Wo ist der nächste? Wenn du ins Stadion gehst, wo ist der nächste? Oh, mit dem bin ich in die Schule gegangen. Oh, das war ein Schüler von mir. Oh, mit dem mache ich Fasnacht. Wo ist er? Ja, also, wir können jetzt sagen, der Aftulau oder der Romeo Benet oder es hat schon ein paar. Oder der Zé, der jetzt raufgekommen ist. Es hat, glaube ich, schon ein paar vom Nachwuchs, die in der ersten Mannschaft shooten. Und der Aftulau hat meiner Meinung nach extrem schnell, extrem viel Verantwortung müssen übernehmen. Und vielleicht sogar schon fast zu viel, wenn man jetzt die letzten zwei Spiel nimmt, wo er meiner Meinung nach teilweise auch überfordert war mit dieser Aufgabe, dass er gerade im Tauli seine Fußstapfen treten muss. Was mir ehrlich gesagt weh macht als FCB-Fan, ist der Zustand des Rasen. Seit ich mich erinnere, und ich bin auf den Steinstegen gehockt im alten Joggeli, der Rasen war besser als die Steinstegen, die da drin waren. Das kannst du mir vielleicht bezeugen. Ich habe dir zugeschaut, wie du das rechte Couloir drauf und drauf gesäckelt bist. Das macht mir ehrlich gesagt weh, wenn die Fußballhauptstadt, wenn ich ja amigs auf X oder auf Twitter sage, Basel es nicht fertig bringt, den anständigen Fußballrasen im Joggeli zu haben, dann finde ich, dann stimmt etwas nicht. Und das darf nicht sein eigentlich. Und ich habe einen Kontakt direkt zum Dave. Ich mag ihn sehr. Übrigens möchte ich auch betonen, auf einer persönlichen Ebene. Ich glaube auch, dass er das Beste will für den Verein. Aber mir tut es weh, wenn ich zuschauen muss, auf was für einen Rasen die schütten. Ich habe manchmal das Gefühl, auf dem Margenlacker in Muttenz, dort wo ich wohne, ist der bessere Rasen. Und ich habe ihm gesagt, ich verlange von dieser Stadt und von wem auch immer hier Verantwortung hat für den Rasen, dass möglichst bald ein neuer Rasen kommt. Es kann nicht sein, dass der Fabian Frey beim entscheidenden Penalty auf die Schnur geht und ich Witz mache über eine Kunstrasen in Bern
und die spielen auf so einem Acker. Dort mache ich mir Sorgen und ich glaube, dort stimmt etwas, dort stimmt vieles nicht. Das müssen wir möglichst schnell ändern. Und beim Verein, jetzt, wenn es ums Sportliche geht, das sage ich auch als Fan und vielleicht auch voller Hoffnung, dass man halt auch dort, das hast du auch gesagt, Massimo, man muss Geduld haben. Oder? Ich glaube, der Dave probiert und probiert und probiert, muss viel lernen und Lehrgeld zahlen. Und ich hoffe, dass die Idee, die er hat, wenn er den Verein will erfolgreich machen will, dass die noch Früchte trägt. Ich habe im Moment ein besseres Gefühl als auch schon, oder bis vor kurzem gehabt, mit dem Fabio Celestini, mit eben den paar Jungen, die in der Mannschaft sind. Ich habe eigentlich Freude an dieser Mannschaft und ich habe auch das Gefühl, es hat wieder ein FCB-DNA drin, mit dem Aftulau, mit dem Romeo Bene und so, von Jungen, die wissen, was es heisst, für den Verein zu shooten. Und ich hoffe, dass das Früchte trägt. Ich glaube, es wäre schön und da werden jetzt die nächsten zwei, drei Wochen, Monate entscheidend sein, wenn man den Kern von dieser Mannschaft zusammenhalten kann. Wenn man mit dem Trainer, bin ich fest davon überzeugt, könnte verlängern und so mal ein Minimum an Kontinuität reinbringen. Und dann habe ich das Gefühl, dann ist nächstes Jahr vielleicht der Platz 6 oder 5 möglich und in 2 oder 3 Jahren dann vielleicht auch mehr. Ich glaube, das müsste irgendwie die Idee sein und dort würde ich mich sehr damit identifizieren können. Aber als allererstes müsste ein neuer Rasen an und ich würde heute oben noch 100 Stutz spenden, wenn es dazu kommt, dass es etwas bringt. Also das haben wir jetzt gehört. Also das mit dem Rasen gibt er absolut recht und ich bewundere den Lucky, da merkt man das rot-blaue Herz. Ich bin nicht gleicher Meinung wie er. Der Rasen ist nicht das Problem. Das ist nicht. Natürlich ist der Rasen ein Problem für die, die unten schütten. Sportlich bin ich gleicher Meinung, dass wir einen guten Trainer haben, dass wir eine interessante Mannschaft haben. Aber es ist eine Mannschaft, die momentan auf dem dritt-, viertletzten Platz ist. Und Anfang Saison hat man gesagt, wir wollen vorne dabei sein. Das sind einfach Aussagen. Das habe nicht ich gesagt. Und ich denke, das muss man auch werten. Also, man tut eine Mannschaft zusammenstellen, die um den Meistertitel mitspielt und momentan an viertletzter Stelle ist. Das kann durchaus passieren. Das gibt unterschiedliche Gründe. Man muss sich aber dieser ernsten Lage einfach bewusst sein. Und das Bewusstsein fehlt mir ein bisschen. Nicht, dass man Angst haben muss, aber es hat einen Grund, warum man dort unten schüttet. Und wenn man sich dieser Sache eben nicht bewusst ist und aus diesem Loch nicht rauskommt und sich auch nicht für die ersten 6 qualifiziert, dann wird es so sein, dass es unglaublich harte Matches sind. Und da rede ich aus Erfahrung, wenn man dort unten ist und sich das nicht gewohnt ist, dort unten zu spielen. Als Spieler hierher kommst du mit der Erwartungshaltung, ich spiele um den UEFA Cup, ich spiele um den Meistertitel und auf einmal bin ich an drittletzter Stelle. Mein Marktwert wird immer wie kleiner. Dann wird der Spieler nervös, dann wird aber vor allem sein Umfeld nervös. Sein Manager, der mit ihm Geld verdienen will, die sind alle unzufrieden. Die Unzufriedenheit wird in die Mannschaft hineingetragen. Das ist jetzt vielleicht ein Szenario, das nicht so toll ist, aber es ist durchaus möglich. Und ich muss immer vom Schlimmeren ausgehen. Und nicht immer nur vom Guten. Also, ich hoffe, dass der FCB, die Leute, die dort in der Führung sind, dass ihnen bewusst ist, warum sie da gekommen sind und was sie machen müssen, damit sie sicher nicht absteigen. Weil momentan heisst, und das kann ich vom Celestini verstehen, solange es mathematisch möglich ist, will ich raufkommen unter die ersten 6. Das muss auch unbedingt vorleben. Das müssen die Spieler auch wollen. Fakt ist, dass wenn man die Statistik anschaut, der FCB sich nicht für die ersten 6 qualifizieren wird und dann shooten sie dort hinten. Und ich kann mich erinnern, wo der René Zejegi der FCB mal übernommen hat, ist der Jörg Berger als Trainer gekommen, die Leute von der Bundesliga, Gaudino, Kreuzer, Hartmann, ja, man wird Meister, am Schluss sind wir fast abgestiegen. Darum sage ich, seid vorsichtig und man muss sich dieser Sache einfach bewusst sein, dass es nicht einfach ist, wenn man dort hinten ist. Die Auftritte im Joggeli, die werden schwer. Und ich will auf das FCB
nicht absteigt und darum auch ein bisschen so ein Signal an die Leute, dass man alle ins Stadion geht, dass man die Mannschaft trotzdem unterstützt, auch wenn man nicht unter die ersten sechs kommt. Weil genau in so einem Moment braucht es den 12. Mann. Und das ist dann extrem wichtig, damit man dann die Liga halten kann und dann die nächsten ein, zwei Jahre wieder angreifen kann. Also ich sehe auch, die grösste Gefahr ist einfach, dass die Mannschaft nicht zusammengestellt worden ist für den Abstiegskampf. Und ich meine, schlussendlich ist das jetzt das Wichtigste, wie du sagst, es sind viele junge Spieler, die noch nie in so einer Situation gewesen sind und die müssen jetzt irgendwie den Karren aus dem Dreck holen, oder? Und das sehe ich wirklich als Gefahr. Gleich bin ich irgendwie positiv eingestellt, dass gerade mit dem Celestini wirklich auch kann das abgewendet werden. Ich sage nicht, sie kommen jetzt in die Champions League Group, aber ich glaube auch nicht, dass sie auf einem Barrageplatz enden. Was ich noch spannend gefunden habe, wir haben jetzt schon ein paar Themen reingebracht, die jungen Spieler. Massimo, du sagst, es ist noch zu wenig oder es findet nicht statt, eben mit dem Aftulau und so. Haben wir jetzt wirklich gute junge Spieler, die unter Führer kommen? Und was halt dort auch ist, das ist auch wieder Geduld. Du kannst nicht am FCB verlangen, dass er jedes Jahr ein neues Eigengewächs rausbringt, wo dann eine riesige Karriere macht, wie eine Shaqiri, wie eine Xhaka und so weiter. Das geht nicht. Ist es denn aber, wenn man sagt, man darf es nicht erwarten, wenn man zurückschaut auf die Häusler-Ära, wo eben genau das passiert ist, jedes Jahr ist jemand gekommen, mindestens jemand gekommen, man hat einen Türen verkauft. Und wenn man jetzt so zurückschaut auf die letzten drei Jahre, hat man mehr auf ausländische Nachwuchsspieler gesetzt, hat den Nachwuchscampus umkrempelt. Also ich sage nicht, man hat einen vernachlässigt, man hat ihn umkrempelt. Und du hast vorher gerade gesagt, ist denn Aftulau vielleicht zu fest in einer Verantwortungsposition, die er nicht sein sollte, vielleicht? Ich habe den Eindruck ein bisschen bekommen, aber das ist so eine laienhafte Einschätzung. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich habe nie mit ihm über das geredet. Das ist meine Beobachtung als Fußballfan. Ich glaube, es ist auch viel einfacher für einen Jungen, wenn man mit 8 Punkten Vorsprung Ersten ist, die letzten 20 Minuten noch zu kommen, beim Stand von 3-0 und dann noch ein bisschen zu glänzen gegen GC, der viel schlechter ist, als wenn man den Abstieg abwenden muss gegen eine Mannschaft, die bis zum Umkehren kämpft. Oder? Ja. Ich glaube, das sind schon einfach unterschiedliche Aufgaben. Das kann man wahrscheinlich nicht miteinander vergleichen. Ich meine, früher ist es, oder zu dieser erfolgreichen Zeit, ist es natürlich schon viel weniger Druck gewesen, der auf den Jungen gelastet ist, als es heute ist. Auf einem Aftulau hatte ich das Gefühl, wo der gekommen ist, der musste gerade der Chef sein der Mannschaft. Dann ist noch der Vega einmal gesperrt, oder? Und dann hängt das Spiel praktisch an ihm. Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn du aus der U21 kommst, kann ich mir jetzt vorstellen. Ja, extrem schwierig. Und vor allem ist es ja nicht nur das. Du hast Granit Xhaka neben Huckel spielen, sage ich jetzt einmal, oder? Und jetzt kann Aftulau neben Renato Vega, der genau 20 ist, spielen. Also er ist eigentlich gleich alt wie der Vega. Also das ist halt, es hat viel mehr Erfahrung in dieser Mannschaft gehabt, früher. Und dann ist es logisch auch einfacher, oder Massimo, um die Jungen reinzuziehen. Ja, und ich glaube, die Fehler, die sind ja jetzt auch genug diskutiert worden. Eben, ich glaube, es ist kein Geheimnis gewesen, dass man eben länger jetzt Junge aus dem Ausland geholt hat und die probiert hat, die gewinnbringend zu verkaufen. Ich habe das Gefühl, es hat jetzt ein bisschen geändert mit den Jungen, wo man probiert, vom eigenen Nachwuchs einzubauen. Und ich glaube, man hat in der Zwischenzeit mit einem Cololli, mit einem Vujo auch gemerkt und einem Dominik Schmid mit diesen Transfer, dass man noch so ein paar braucht, die vielleicht über 25 Jahre alt sind, damit das Mannschaftsgefüge irgendwie zusammenhält. Und das gibt mir eben den Eindruck im Moment eigentlich, dass wir eine gute Mannschaft haben. Ich glaube auch nicht, dass wir in die ersten sechs kommen, sondern ich glaube aber, dass wir irgendwie uns über diesen Barrage können durch die Saison noch retten. Und dann, das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung, dass man die können kicken können, dass man die jetzt im Sommer nicht wieder verkauft. Ein Vega, ein Barisic, ein Barry, der jetzt den Knopf auftut. Wenn man die jetzt im Sommer wieder verkauft, dann habe ich dann wirklich langsam irgendwie das Gefühl, dann stehen wir im Juli wahrscheinlich wieder am gleichen Ort wie letztes Jahr,
Wenn man die behalten kann, diese Linie und noch ein paar andere, die dazugehören, dann hat die eigentlich ein gutes Gefühl für die nächste Saison. Aber das ist für mich wie eine Bedingung. Wenn man jetzt wieder das Tafelsilber verschüttet und die Mannschaft neu zusammenwürfelt, dann hänge ich als Fan dann schon auch langsam ab. Dann muss ich dann sagen, okay, jetzt suche ich mir, jetzt gehe ich in der SV Mutten schauen. Das ist alles. Ich habe schon auch die Hoffnung, dass das passiert. Weil da muss man auch sehen, von wo kommt der FCB. Sie haben einen kompletten Schnitt machen, den David Tag, wo sie da gekommen sind, haben sie ja auch schon in diesem Sommer extrem die Mannschaft umgestellt. Und genau die hochdotierten Verträge vor allem auch irgendwie wollen losbekommen. Und das ist halt jetzt schon immer besser, sage ich jetzt mal, die Strukturen. Und darum haben sie auch immer mehr Spielraum, nehme ich an, im Sommer, zum Leute auch dort zu behalten. Und das hat man im letzten Sommer zum Beispiel nicht gehabt. Man hat viele Leihspieler gehabt, wo man gerade noch müssen übernehmen und dann gerade weiterverkaufen und so weiter. Also ich glaube, da sind sie schon auf einem guten Weg, dass das immer wie besser wird, dass man die Mannschaft so ein bisschen zusammenhalten kann. Sehr schnell kommen wir wieder auf den Punkt zurück mit den Spielen. Du hast also absolut recht, man sollte die Mannschaft behalten. Aber der David Hagen hat schon mal vor kurzem noch gesagt, dass es mehr Abgänge wird geben als Zugänge im Sommer. Sprich, ja, es gibt vielleicht Sommer 2.0 wie letztes Jahr. Aber kommen wir auf den Punkt, eben die Kommunikation. Er sagt, macht vielleicht etwas anderes, aber kommuniziert nicht. Hat auch in den letzten Monaten wieder vermehrt mit Medien auch kommuniziert. Flo, jetzt eine Frage auch an dich. Machen wir vielleicht in den Medien etwas falsch mit zu vielen negativen Berichterstattungen, wo das FCB dann plötzlich sagt, hey, wir reden vielleicht nicht mehr mit den Medien? Offen und ehrlich. Es ist eine sehr schwierige Frage, aber es würde, glaube ich, den Rahmen auch ein bisschen sprengen, wenn wir jetzt über die Medienarbeit wieder reden. Weil ich bin auch der Meinung, dass es gerade mit dem Boulevard sehr schwierig ist. Dass man sagt ja jetzt immer, oh, die Fußballer sagen immer das Gleiche und bla bla bla. Aber schlussendlich verstand ich jeden Fußballer, der irgendwelche Floskeln raushält, um eben sicher zu gehen, man kommt nicht in Schlagzeilen. Das ist sicher etwas, wo wir Medien auch die Schuld haben, daran, dass die Fußballer immer so ein bisschen einfache Antwort geben und nicht wirklich Persönlichkeiten gibt, oder? Wo einfach mal getrauen, wie ein Massimo anzustehen und mal seine Meinung laut rausbrüllt. Ich habe dort eine dezidierte Meinung zu der Medienarbeit in der Stadt, zu der Sportmedienarbeit. Und ich finde, dort wird sich viel zu wenig getraut. Ich habe das Gefühl, der FCB wird sehr mit Samthändchen angeschaut. Und ich wünsche mir dort eigentlich eine schonungslose Aufarbeitung von dem, was hier passiert. Ich habe das Gefühl, das getraut sich niemand, weil man dann Angst hat um den besten Platz auf der Medientribüne im Joggeli oder dass man dann das nächste Interview mit dem David Tage oder mit dem Renato Vega nicht bekommt. Aber ich glaube, da müsste man sich schon mal getrauen, einmal schonungslos dahinter zu gehen und die kritischen Fragen eben sich getrauen zu stellen. Ich sehe dort ein bisschen Problem, dass es sind immer die gleichen Leute, oder? Wir haben die zwei grossen Zeitungen in der Stadt. Wir haben noch zwei, drei andere Medien, sage ich jetzt einmal. Es sind immer die gleichen Leute, die kennen sich, die Spieler kennen die. Die Führung vom FCB kennt die entsprechenden Leute. Und man hat dann wie, oft sind das auch Fans, die wie ich in Baschur über den FCB schreiben. Und irgendwie hat man dann doch eine Ladehemmung und haut jetzt nicht auf den Putz. Weil dann hat man vielleicht wirklich nicht mehr das nächste Mal den Zugang zum einen oder anderen Spieler. Also ich wünsche mir, dass dort mal jemand von aussen, auswärts kommt, vielleicht mal jemand aus Deutschland, der nichts zu verlieren hat in Basel, sich drei Monate eine Wohnung nimmt und die Geschehnisse aufarbeitet. Das fände ich einmal eine extrem spannende Geschichte, auch vielleicht für ein Medium von außerhalb, wo dann nichts zu verlieren hat. Meine Basler Zeitung ist ja eine Zeit lang vorne auf dem Trikot gestanden vom FC Basel. Ich meine, was wollen die ernsthaft, kritisch über einen FCB berichten? Das geht ja gar nicht. Und das verstand ich auch. Und ich nehme es auch niemandem übel. Ich wünsche mir dort aber einmal, dass jemand richtig auf den Putz hält. Also, wie der Massimo vorher. Ich sehe das wirklich ein bisschen anders. Weil gerade die beiden Zeitungen, finde ich, sind sehr kritisch eingestellt auf den FCB. Man merkt auch immer wieder, ich meine, über den FCB bricht wird am meisten berichtet. Man muss sich auch ein bisschen vergleichen. In der ganzen Schweiz
Meine, kürzlich, ich weiß nicht, ist der Mediensprecher zu mir zum FCZ, vom FCZ und hat gesagt, vom FCZ ist der Mediensprecher zu mir und hat gesagt, wir würden auch gerne überall in den Medien vorkommen und die Plattformen haben und weiß auch nicht wie und so weiter. Und ich glaube halt schon, dass das Basel einfach nochmal viel grösser ist. Und meiner Meinung nach haben wir eine sehr dezidierte Berichterstattung und auch doch eine sehr gute Berichterstattung über den FCB, wo immer wieder, gerade Era Bogner, sehr hart auch die Protagonisten dran nehmen. Wie war das für dich gewesen, Massimo, als Spieler? Du warst auch eben beim FCB in einer Situation, wo es nicht gut gelaufen ist. Und dann musst du vielleicht mal an ein Interview hin. Immer kritisiert werden und trotzdem dann an ein Interview. Wie fühlt man sich dann als Spieler? Ja, man fühlt sich natürlich nicht wohl, wenn man verliert und in der Kritik steht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer sehr schön oder man ist sehr, sehr dankbar, wenn man dann einen Journalist hat, der eine angenehme Frage stellt. Oft ist es so, dass man dann noch sehr schwierige, in Anführungszeichen und Schlusszeichen, Fragen bekommt. Und dann reagieren oft Spieler auch ein bisschen genervt. Das ist aber der Sache dient. Also ich finde, wenn man nicht gut ist, dann muss man dann auch stehen. Man muss zur Kritik können stehen. Und die Medien machen auch ihren Job. Die müssen ja nachfragen. Wir müssen kritisch nachfragen. Es muss aber immer ein konstruktiver Ansatz da sein. Und ich finde, auch in unserer Medienlandschaft, hier in der Region, ist der konstruktive Ansatz immer erkennbar beim FCB. Und auf der anderen Seite probieren sie auch aufzuzeigen, was ist bis jetzt gegangen, sodass die Leute sich auch ein eigenes Bild machen können. Persönlich finde ich trotzdem, jetzt im Vergleich mit dem Ausland, dass unsere Medienlandschaft hier in Basel wirklich relativ sanft mit dem FCB umgeht. Also, wenn in der Bundesliga ein Club, eine Traditionsgruppe wie der FC Basel, mit deren Erwartungshaltung, mit diesen Vorgaben an dieser Stelle ist, dann würden die brutal auf die losgehen. Brutal. Diese Mentalität auch bitte. Also, die würden brutal auf sie losgehen, das behaupte ich jetzt einmal. Und das ist im Deutschen so. Also, ich finde es besser, dass man da ein bisschen sanfter vorgeht und auch den Leuten Zeit lässt, dass man vor allem auch den Spielern und vor allem dem Trainer eine gewisse Zeit lässt, auch denen im Vorstand und dort oben, die etwas bewegen wollen. Aber irgendwann einmal müssen sie dann nachher trotzdem auch durchleuchtet werden und sagen, okay, ihr seid gekommen, ihr habt gesagt, wir sind nach 2-3 Jahren sind wir dort. Und dann müssen wir sagen, wir haben hier angefangen und wir haben dort wollen. Wir haben hier angefangen, jetzt sind wir hier. Also irgendwann einmal so nach 3-4 Jahren muss man eine Zwischenbilanz ziehen und dann bin ich gespannt, wie die ausfallen wird. Das Problem ist eben immer, dass wir immer so ein rot-blaues Herz haben und nicht genau wissen, sollten wir jetzt etwas kritisieren oder müssen wir mehr unterstützen? Was ist besser? Immer nur alles mit der rot-blauen Brille oder mit der konstruktiven Brille ist vielleicht eben nicht immer gut. Vielleicht ist es eben ab und zu förderlich, wenn einer kommt und sagt, das ist nicht gut gewesen. Das hat er nicht gut gemacht. Der Einkauf ist schlecht. Das war ein schlechter Transfer und der Trainer hat man früher entlassen müssen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Vielleicht muss einer kommen, vielleicht müssen das Zeitungen auch mal sagen. Es war ein Fehler, dass das nicht früher gegangen ist. Punkt. Natürlich macht das dem Spieler oder dem Trainer weh, aber ich war auch Spieler und bin oft kritisiert worden. Dann habe ich auch den Kopf, der Josef Zindel, selig Josef, Kopf, Deli, wieso schreibst du wieder so etwas? Ich kann ja gar nicht dafür können. Mit dem muss man umgehen können. Ich muss nur schnell meine Journalistinnen-Kollegen in Schutz nehmen. Es gibt durchaus ein paar Journalistinnen, die überhaupt keine FCB-Fans sind und über den FCB schreiben. Also es ist nicht so, als wären wir alle irgendwie befangen. Ich bin dezidiert der Meinung, dass man als Fan, egal was beim FCB passiert, man konstruktiv zum FCB muss stehen. Also ich als Fan, ohne Expertise im Fußball, ich muss schnauzetief mit dem FCB durch dick und dünn. Für die Kritik gibt es Expertinnen und Experten. Von mir aus können das Journalistinnen und Journalisten sein, die
mehr verstehen vom Sport als ich, die mehr verstehen vom Geschäft als ich, die eben vielleicht auch dahinter sehen, was dort läuft, die sind für, von mir aus konstruktive Kritik da. Aber ich als Leser von diesen Zeitungen, ich habe es halt auch gerne, wenn es mal nicht konstruktiv, sondern hau drauf ist. Und ich finde, das gehört auch zu diesem Geschäft, weil Fußball ist Showgeschäft. Und da darf man mal jemandem auf die Kappe hauen in den Medien, ohne dass gerade die Welt untergeht. Ich finde, das gehört dazu. Und das wissen die Leute, die sich mit dem Fußball beschäftigen, ja auch. Also, ich nehme an, Massimo, du hast ja gewusst, oder, wenn du einen Stiefel zusammengeschüttet hast, dann bekommst du halt mal 3 Tage auf die Schnuren in den Medien. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil du hast es ja können am nächsten Samstag wieder besser machen. Und das gehört doch zum Leben von einem Fußballer. Das gehört genau gleich zum Leben von einem Künstler oder so, wenn der mal scheiß Platten rausbringt als Musiker und Musikerin, dann musst du dieser Kritik stellen. Das gehört dazu. Du bist in der Öffentlichkeit, die Leute zahlen Eintritt und lesen dann auch gern, dass die Mannschaft den Stiefel zusammengeschüttet hat, wenn sie einen Stiefel zusammengeschüttet haben. Das darf man ruhig auch so benennen. Und ich finde wirklich, dort haben die Medien Verantwortung für mich als Leser, weil ich lese gerne auch, wenn draufgehauen wird auf meinen Verein. Aber ich als Fan, ich muss zum FCB stehen. Und auch wenn es mir manchmal sehr schwer fällt, die Mannschaft zum Sieg schreien, was im Moment schon selten passiert, leider. Also ich meine, bei Massimo, bei dir war es ein anderes Ding. Du, hast, du wirst nicht 3 Tage mit Kritik beworfen, sondern du verschießt einen Penalty und hast einen Kultstatus erreicht. Aber lassen wir das Thema jetzt mal mit der Kritik und den Medien. Ich habe etwas vorbereitet, nämlich eine Apokalypse in ferner Zukunft. Es ist Samstag, der 7. März 2043. Der FCB kämpft im Heimspiel gegen den neuen Liga-Krösus Servet FC um wichtige Punkte im Strichkampf. Seit der Manor Park, ehemals Jockeli oder Santiago Park, für das Stadion Plus-Projekt abgerissen worden ist, aber schon 4-mal an der Urne wegen der Finanzierung gescheitert ist, empfangen die Basler ihre Gegner im Exil auf der Schützenmatte. Zum finanziell angeschlagenen Verein liest man in letzter Zeit immer wieder Berichterstattungen von einer Investorengruppe aus Singapur, die den Club kaufen will. Die Geschichte hat so ein bisschen Parallelen zum Verein GC, der auch so ein bisschen kein Stadion mehr hat, vom Rekordmeister abgestürzt, irgendwann im Mittelfeld versunken. Jetzt meine Frage: Wird der FCB das neue GC in Zukunft? Also, ich bekomme gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das höre, ganz ehrlich gesagt, weil. Weil so ganz ausschließen, so konsequent ausschließen, möchte ich es nicht. Ich habe mich einfach gerade gesehen, in dieser Apokalypse auch in der Schützenmatt auf der Tribüne zu hocken und mich grausam aufzuregen über das, was dort zusammengeschüttet wird. Für mich persönlich würde sich nicht viel ändern. Ich wäre immer noch Fan von diesem Verein. Ich glaube nicht, dass es in Basel passiert, weil einfach das, was der Massimo gesagt hat, die Abstützung in der Bevölkerung in Basel, Basel-Land wie auch Basel-Stadt, viel zu gross ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Basel ein Szenario gibt, ohne Fußballstadion mit dem FCB. Ich glaube, dort wird der Basler Fußballgott vorher einschreiten und für das Rechte sorgen, dass der FCB weiterhin in dem Jockeli schutten kann. Das ist meine Hoffnung, aber das ist auch meine feste Überzeugung. Ich glaube, es gibt genug Leute in Basel, die zu diesem Verein heben und die auch in schlechten Zeiten werden zu diesem Verein heben. Auch wenn sie jetzt würden absteigen, das kann passieren. Ich glaube auch das, es wäre kein Weltuntergang, es wäre auch für mich kein Weltuntergang. Ich würde auch aufs Brückli-Feld Fußball schauen und wäre genau gleich dabei. Ich hatte eigentlich gar nicht mal so ein Problem damit, ehrlich gesagt. Ich fand die Challenge League noch spannend. Ich bin mal in Bellinzona einen Match schauen. Das ist eigentlich auch schön. Und meine Liebe zum FCB war wegen dem nicht kleiner. Also ich habe mit dem kein Problem. Ich glaube, es wäre dann schwieriger mit den Finanzen und all diesen Sachen. Aber dort habe ich Gott sei Dank als Fan nichts zu tun. Ich glaube nicht an das Szenario. Ich hoffe, dass es nicht kommt. Nicht. Und ich glaube, dass es in Basel nicht so weit kommt. Dort hat Zürich. Ich glaube, die Zürcher Fehler, die machen wir zu Basel nicht.
Aber eben, ich glaube, die meisten denken so wie du. Oder die meisten FCB-Fans. Und darum ist der Club auch so gross verankert und gut verankert in der Stadt und im Umfeld. Und darum hat man auch gesehen, wie beim Borgener, wenn so etwas passiert, wie ein grosser Einschnitt gibt in das Vereinsleben, sage ich jetzt mal, dann geht der Basler oder die Baslerin auf die Strasse. Genau, die sind auf die Strasse gegangen. Die haben demonstriert, dass ich glaube, es ist nicht möglich. Aber man weiß es nicht. Es geht um viel Geld. Es braucht immer, so ein Fußballverein braucht immer viel Geld. Das Geld muss irgendwo herkommen. Wenn da Investoren aus dem Ausland im Spiel sind, hat man ja schon gemerkt in der Vergangenheit. Das ist ein extrem heikles Thema, wo man glaubt, nicht wirklich kann weiter bearbeiten, wenn jetzt hier gleich mal jemand auf die Idee kommt, den Verein zu verkaufen, was rein theoretisch auch möglich ist, dann hat man wahrscheinlich die Leute wieder relativ schnell auf die Strasse, zum Beispiel, oder? Aber ich meine, das hindert ja vielleicht jemand nicht daran, wenn es um so viel Geld geht, dann den Verein trotzdem zu verkaufen. Und dann ist so ein Szenario dann plötzlich wieder sehr schnell möglich. War das für dich vorstellbar, Massimo, so eine Diskussion, wo es heisst, Stadionname wird geändert? Zum Beispiel eben in Apple also, Park. Natürlich finde ich das nicht schön, aber wenn man in der heutigen Zeit das nicht angeht, dann denke ich, ist man ein bisschen hinter dem Mond. Man muss einfach mal die Dynamik anschauen, die Entwicklung anschauen, was um uns alles passiert. Und ich habe das Gefühl, der Fußball ist so ein bisschen ein Anker für sehr viele Leute. Gewisse Traditionen dürfen weiterzuführen. Wir sind mit, nehme an, auch du, ich bin mit meinem Vater ins Stadion gegangen. Man hat auch den Geschmack von diesen Klöpfen gehabt. Man hat die Stehrampen gehabt. Man hat den Geschmack von diesen Fahnen gehabt, von der Baumwolle. Und das ist etwas, was einem prägen tut. Und das gibt einem Kraft, das gibt einem Zuversicht. Aber all diese Sachen gehen verloren. Das geht alles weg. Und man darf nicht irgendwie träumen und denken, ja, es ist immer noch das Joggeli, das heisst immer noch Joggeli. Es ist gut möglich, dass irgendwann einmal das Stadion einen anderen Namen trägt. Genau aufgrund von dem finanziellen Druck, den man hat, damit der FCB überhaupt konkurrenzfähig bleiben kann, braucht es vielleicht gewisse Kompromisse. Aber sind das die Kompromisse, die unsere Fangemeinschaft, die wir eingehen wollen? Entweder bringen wir das Geld und dann können wir bestimmen. Und wenn wir das Geld nicht bringen, dann bestimmen eben die, die mit dem FCB Geld machen wollen. Aber hier zum Beispiel auf Gleibasel Boden hat es ja eine grosse Firma mit diesen zwei Riesentürmen, die grössten sind in der Schweiz. Oder? Wir sollten uns an die anhängen und dann hat man die nächsten 100 Jahre keine Probleme. Und dann bleibt es baslerisch. Und jedes Jahr hat man genug Geld und wir wären jedes Jahr Meister und locker und schön. Aber das kann man von diesen Leuten in diesen zwei hohen Türmen nicht verlangen. Jetzt bauen sie noch ein bisschen mehr und das ist auch wunderschön, denen zuzuschauen. Wenn ich überlege, dass nur, oder wenn ich denke, wenn sie nur einen kleinen Bruchteil von ihrem Budget, wo sie für Nein, nicht für die Forschung, für Werbung brauchen, für die FCB würde gehen. Ja, dann wären alle Probleme gelöst. Aber ich wollte damit sagen, man muss nicht meinen, dass im 43 alles rosig ist und das Joggel immer noch St. Jakob Park heisst. Also da müssen wir uns schon bewusst sein, dass sich sehr viel verändern wird. Also gell, für mich heisst ja das Stadion Joggeli bis ans Ende von meinem Leben. Egal, ob es jetzt irgendjemand umtauft oder sponsert oder weiss ich was. Ich gehe einfach ins Joggeli. Ja, wir zwei sowieso. Solange ich zwei Beine habe, von mir aus können die das umbenennen. Für mich spielt das gar keine Rolle. Ich hoffe, wenn sie es umbenennen, dass sie einen richtigen Zapfen abkassieren, damit der Verein irgendwie auf die Beine kommt. Aber mir persönlich ist das eigentlich, ganz ehrlich gesagt, recht egal. Ob jetzt auf Google Maps nachher, keine Ahnung, Ueli Bier, St. Jakob Park steht oder nicht. Das wäre ja eigentlich ein schönes Szenario. Schlussendlich ist es ja genau das. Ich meine, keiner sagt heute, gehen wir in St. Jakob Park. Alle sagen, gehen wir ins Joggeli. Aber wenn jetzt zum Beispiel, das ist ein guter Punkt, aber auch wenn zum Beispiel ein internationales Spiel kommentiert wird auf Blue, dann müssen sie halt den echten, also den richtigen Namen sagen und nicht das Joggeli. Also, ja, aber auch das. Fernsehen wird dann halt im Joggeli gesagt.
Ja, ich stelle sowieso in der Zwischenzeit meistens den Kommentar ab, weil ich es nicht vertrage, wenn ich ein Spiel am Fernsehen schauen muss. Aber was mir noch vorher durch den Kopf gegangen ist, was bei mir auch noch so ein bisschen die Perspektive auf den Verein geändert hat, ist mein Sohn. Ich habe einen 10-jährigen Sohn, der selber auch shootet, der grosser FCB-Fan ist, dank mir. Und er ist eigentlich mein treuer Begleiter, wenn ich ins Stadion gehe. Und ich sehe mich selber, wenn ich als kleiner Bub mit meinem Vater ins Stadion gegangen bin. Und bei ihm ist es ja so, der Lazar heisst er, der hat gar noch nie eine Zeit erlebt, bewusst, wo der FCB erfolgreich war. Oder ich mag mich erinnern, das war ein prägendes Ereignis für mich. Ich bin mit auf dem Schulplatz shooten. Und dann hat er gesagt, Papi, machen wir ein Match. Ich bin IB, du bist FCB. Und dann habe ich habe fast davon brillen, oder? Als er das gesagt hat. Es kann nicht sein, dass für ihn jetzt die gute Mannschaft IB ist und ich bin der, der verlieren muss. Und ich bin der FCB, das darf nicht sein. Und ich möchte eigentlich, und darum wünsche ich mir einen erfolgreichen FCB. Ich habe vorher jetzt gross erzählt, mir ist egal, ob die in der Challenge League shooten oder nicht, oder wo auch immer. Logisch wünsche ich mir einen erfolgreichen FCB, der Meister wird in der Super League. Vor allem für meinen Sohn. Ich will mit ihm auf einen Barfüßerplatz. Ich will das Gleiche erleben, wie ich erlebt habe. Weil das sind die schönsten Momente, die ich mit von den schönsten Momenten war, die ich in Basel erlebt habe, wo die ganze Stadt auf dem Barfüßerplatz ist. Und das erlebst du in der Challenge League und auf der Schützenmatte nicht. Oder? Und ich möchte ehrlich gesagt meinen Sohn auch nicht mit auf die Schützenmatte nehmen. Also ich habe jetzt vielleicht vorher das Maul ein bisschen voll genommen, wo ich gesagt habe, ich bin dabei beim FCB durch dick und dünn und so. Das muss ich dann zuerst auch noch beweisen und ich muss dann zuerst auch noch mit 10-Jährigen mitkriegen, weil irgendwann hängt der auch ab. Oder? Wenn sie die ganze Zeit verlieren, dann findet er dann irgendwann Dortmund oder Bayern München oder sonst irgendeine Mannschaft schon auch lässiger, die zwischendurch mal ein Match gewinnt. Also von dem her ist es wichtig, dass der FCB vorne dabei bleibt und ein erfolgreicher Verein ist. Irgendwie so. Sonst verlieren wir die ganz Jungen. Und die Fanbasis von der Zukunft, die verlieren wir sonst irgendwann. Ich muss immer ein bisschen auf deine Uhr schauen, Massimo. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und wir würden gerne das Plenum eröffnen. Und zwar hat jemand eine Frage aus dem Publikum an die drei tollen Herren hier und auch an mich vielleicht. Aber ja, das Mikrofon wird umgereicht, falls jemand eine Frage hat, einfach aufstrecken. Ich sehe noch keine Hand. Ah doch, da ist jemand. Würden Sie lieber ewig in der Super League bleiben oder lieber in der Challenge League abfallen, dafür wieder auf den Barfüßerplatz können und einen Meistertitel feiern? Wer will das beantworten? Also ich glaube, das ist immer die Frage. Oder? Was passiert, wenn man jetzt in die Nazi B oder eben Challenge League runterfällt? Könnte es auch ein positiver Effekt sein, dass man dann wieder wirklich von Null auf den Club könnte restrukturieren? Also ich fände es besser, wenn der FCB in der Super League bleibt. Man ist einmal abgestiegen, ich durfte das selber miterleben. Und ich will das nicht mehr. Und ich wünsche das auch niemandem. Der Aufstieg war zwar grandios gewesen, und das Fest ist einzigartig, ich werde das niemand vergessen. Wäre vielleicht noch eine taktische Schachzug. Komm, wir gehen eine Saison ab, shooten und dann steigen wir auf, dann haben wir alle ein Riesenfest auf dem Barfi. Warum nicht? Wäre noch ein Gegli, oder? Wäre nicht so schlecht. Aber nein, wir bleiben in der Super League. Gibt es noch sonst Fragen aus dem Publikum? Sehe nichts. Gut, dann würden wir die Runde so langsam abschließen. Aber es gibt noch eine Frage. Am Sonntag geht es auf Bern. Seit 8 Jahre nicht mehr gewonnen in Bern. Ja, IB war jetzt gerade eigentlich am schlagbarsten. Trainer, Chaos, Mannschaft spielt nicht gut. Wir spielen zwar auch nicht so immer gut, aber why not, oder? Ich habe ehrlich gesagt Angst vor dem Sonntag. Für mich hat IB mit der Entlassung von Raphael Vicky ruhig noch warten bis am Montag. Ich habe das Gefühl, die kommt für uns genau zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt. Ich glaube, wir kriegen eine 4-0-Klatsche oder so am Sonntag. Leider Gottes. Auch wenn ich wieder
ich glaube, immer so eine Stunde vor dem Spiel habe ich wahnsinnig viele Hoffnungen, dass wir sie weghauen, egal wer jetzt auf der anderen Seite steht. Aber wenn ich heute realistisch muss einschätzen, dann habe ich wahnsinnig Angst, dass wir am Sonntag eine Klatsche kriegen. Ich gehe mit dem Luki einig, dass es ein schlechter Zeitpunkt ist für den FCB, dass der Raphael Wicki fortgegangen ist. Auch wenn ich ihn sehr schätze als Mensch und er bei uns in der Nachwuchsabteilung Trainer war. Der Trainerwechsel, habe ich das Gefühl, tut am FCB nicht gut. Ich habe das Gefühl, der Joël Magnan kriegt das noch irgendwie an und die können sich zusammenreissen, weil die Mannschaft hat definitiv Qualität. Für den FCB hat gesprochen, dass sie IB schon geschlagen haben. Also die hätten mit einer breiten Brust auf Bern fahren können. Das Problem ist, dass der FCB jetzt auch aus einer sehr negativen Woche kommt. Celestini ist aber ein guter Trainer. Ich bin jetzt trotzdem nicht so negativ, sondern nicht so ängstlich, sondern ich sage, der FCB holt einen Unentschieden. Ist zwar 2-0 hinten, aber dann machen sie noch 2 Goal. Und dann sind wir doch alle glücklich am Sonntag. Also Flo, das heisst, du musst auch jetzt auf einen Sieg hoffen. Das heisst, ich muss auf die 3 Punkte wetten. Ja. Nein, das mache ich doch gern, weil schlussendlich, ich glaube, alles in dieser Saison spricht eigentlich dafür. Du verlierst gegen die hintersten Mannschaften, gewinnst aber gegen relativ viel von der oberen Mannschaft. Also ich glaube, das spricht sicher für den FCB. Klar, der Kunststrasse kommt ihm sicher nicht gelegen, aber alles ist möglich im Fußball und gerade wenn man auf den 6. Platz schielt, wäre, glaube ich, ein Sieg notwendig. Ja, danke vielmals, dass ihr da gewesen. Ich war eine sehr tolle Runde gewesen. Nochmal großen Applaus für meine Gäste. Florian Metzger, Luki Winigo und FCB-Legend Massimo Ceccheroni. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle herzlich an die Barschuhe für die tolle Zusammenarbeit, damit wir hier eine Podiumsdiskussion haben dürfen machen. Und natürlich auch an Spring Basel, dass wir es hier haben dürfen machen. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend an Spring Basel und einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön, schönen Abend auch Ihnen. Danke vielmals. Dankeschön vielmals. Salut zusammen.